Der weltgrößte Automobilhersteller wurde von seinen Kunden sowohl kritisiert als auch gelobt, weil er sich nicht für Elektrofahrzeuge entschieden hat. Obwohl das Unternehmen nur langsam neue Modelle einführt, hat es in letzter Zeit bedeutende Fortschritte in der Elektrofahrzeugtechnologie gemacht. In einer aufregenden Entwicklung hat Toyota eine bahnbrechende Batterietechnologie vorgestellt, die die Branche revolutionieren wird. Werfen wir einen Blick auf die neue Technologie von Toyota, die das Potenzial hat, den Automobilsektor vollständig zu verändern. Elektrofahrzeuge haben erhebliche Fortschritte gemacht, aber die Reichweitenangst ist nach wie vor eines der Hauptprobleme für potenzielle Käufer. Derzeit hat die Air-Limousine von Lucid Motors, insbesondere das Modell Air Grand Touring, die größte Reichweite mit bis zu 840 km mit einer einzigen Ladung. Allerdings handelt es sich bei dem Lucid um ein Luxusfahrzeug mit einem Startpreis von $139.000, was für die meisten Käufer auf dem Markt unerschwinglich ist. An dieser Stelle kommt Toyota ins Spiel. In den späten 1990er Jahren gelang es den japanischen Automobilherstellern mit der Einführung des ersten serienmäßig hergestellten Hybridfahrzeugs, dem Toyota Prius, einen großen Durchbruch zu erzielen. Dies war ein entscheidender Moment für Elektrofahrzeuge und präsentierte eine bahnbrechende Batterietechnologie, die in Verbindung mit dem Motor beeindruckende 113 km pro Gallone erreichte. Damals, im Jahr 1999, war das wirklich beispiellos. Jetzt steht Toyota kurz davor, mit seiner Festkörperbatterietechnologie einen neuen Meilenstein zu setzen. Diese verspricht verbesserte Sicherheit, Erschwinglichkeit und das Potenzial, Elektrofahrzeuge mit einer beeindruckenden Reichweite von 1000 Meilen auszustatten. Um die potenziellen Auswirkungen von Festkörperbatterien auf die Automobilindustrie zu verstehen, ist es zunächst wichtig, die Unterschiede zwischen Festkörperbatterien und den in modernen Elektrofahrzeugen verwendeten Lithium-Ionen-Batterien zu kennen. Die Lithium-Ionen-Batterien, die in den meisten derzeit in Betrieb befindlichen Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, verwenden einen Elektrolyten in flüssiger oder Gelform. Dieser Elektrolyt erleichtert die Bewegung von geladenen Teilchen, Ionen, zwischen den Elektroden der Batterie. Die Verwendung von Flüssigelektrolyten ist jedoch mit gewissen Herausforderungen und Sicherheitsbedenken verbunden. Erstens sind diese Batterien anfällig für Lecks und Überhitzung, was ein erhebliches Risiko für Fahrer und Passagiere darstellt. Das in der Regel in Lithium-Ionen-Batterien enthaltene Elektro-Ellipsilonte-Material besteht aus Lithiumsalzen und organischen Lösungsmitteln, die leicht entflammbar sind und sich bei Kontakt mit Sauerstoff entzünden können. All diese Sicherheitsrisiken haben die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer verbesserten Batterietechnologie gelenkt. Lithium-Ionen-Batterien neigen auch dazu, sich im Laufe der Zeit zu verschlechtern. Diese Degradation, die zu geringerer Leistung und Kapazität führt, erfordert den Austausch der Batterie, was für Verbraucher teuer sein kann. Gleichzeitig erhöht die begrenzte Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien die Gesamtkosten für die Besitzer von Elektrofahrzeugen. Diese Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Haltbarkeit und Kosten haben Forscher und Ingenieure dazu motiviert, alternative Batterietechnologien wie Festkörperbatterien zu erforschen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Festkörperbatterien verwenden ein festes Material anstelle des flüssigen oder gelartigen Elektrolyten und bieten dadurch mehrere Vorteile. Erstens wird durch den Wegfall des entflammbaren flüssigen Elektrolyten die Batteriesicherheit erheblich verbessert. Festkörperbatterien sind weniger anfällig für Leckagen, Überhitzung und die damit verbundenen Brandgefahren. Außerdem haben Festkörperbatterien das Potenzial, eine hohe Energiedichte zu bieten, was bedeutet, dass sie auf gleichem Raum mehr Energie speichern können. Diese höhere Energiedichte könnte zu einer größeren Reichweite von Elektrofahrzeugen führen und so die Reichweitenangst der Verbraucher verringern. Es wird auch erwartet, dass Festkörperbatterien im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien eine längere Lebensdauer und bessere Haltbarkeit aufweisen. Dank der geringeren Degradation im Laufe der Zeit können Festkörperbatterien eine nachhaltigere Leistung und eine längere Lebensdauer bieten, was letztlich die Notwendigkeit eines häufigen Batterieaustauschs verringert und die Kosten senkt. Festkörperbatterien mit hoher Energiedichte können in kompakteren Formen hergestellt werden und umgehen so die Materialausdehnung und Kontraktion, die zur Degradation bei Lithium-Ionen-Batterien führt. Diese Eigenschaft führt außerdem zu kürzeren Ladezeiten für Fahrzeuge. Die längere Lebensdauer bedeutet, dass diese Batterien möglicherweise sogar die Lebensdauer des Fahrzeugs selbst übertreffen könnten.
Es gibt jedoch einige Herausforderungen, die überwunden werden müssen, um diese Ziele zu erreichen. Eines der größten Hindernisse sind die hohen Kosten für die Herstellung dieser modernen Batterien. Insbesondere Festkörperbatterien sind derzeit teuer in der Herstellung. Eine weitere Hürde besteht darin, ein geeignetes Festkörperelektrolytmaterial zu finden, das Elektrolyte bei Raumtemperatur effizient leiten kann. Darüber hinaus sind die Lebensdauer und Haltbarkeit dieser Batterien ein ständiges Problem für Ingenieure in der Industrie. Es muss sichergestellt werden, dass die Batterien eine beträchtliche Anzahl von Lade- und Entladezyklen über einen längeren Zeitraum hinweg ohne nennenswerte Beeinträchtigung überstehen können. Trotz dieser Herausforderungen hat Toyota nach eigenen Angaben erhebliche Fortschritte bei der Bewältigung des Lebensdauerproblems gemacht und bahnbrechende Lösungen für diese Hindernisse gefunden. In einem kürzlich geführten Interview gab Toyotas Chief Technology Officer, Hiroki Nakajima, eine aufregende Ankündigung, in der er bestätigte, dass das Unternehmen die Hindernisse bei der Entwicklung von Festkörperbatterien erfolgreich überwunden und ein hochwertiges Material gefunden hat. Obwohl keine genauen Einzelheiten über das Material bekannt gegeben wurden, plant Toyota die Markteinführung von Festkörperbatterien bereits für das Jahr 2027. Die führende Rolle von Toyota in der Forschung an Festkörperbatterien ist angesichts des umfangreichen Portfolios von über 1000 Patenten auf diesem Gebiet nicht überraschend. Im Rahmen seiner Strategie plant Toyota, diese Batterien einige Jahre vor der Markteinführung seiner ersten vollelektrischen Modelle in seine Hybridfahrzeuge zu integrieren. Wenn die Festkörperbatterien um das Jahr 2027 oder 2028 verfügbar sind, wird Toyota mit seinen Elektrofahrzeugen eine beeindruckende Reichweite von 1200 km erreichen und damit den derzeitigen Rekordhalter, den Lucid Air, mit einer Reichweite von 837 km übertreffen. Die fortschrittliche Technologie von Toyota zielt außerdem darauf ab, die Ladezeiten erheblich zu verkürzen, mit dem Ziel, eine vollständige Ladung in nur 10 Minuten zu erreichen. Für die Zukunft plant Toyota auch die Einführung einer Festkörperbatterie der zweiten Generation, um seine Elektrofahrzeuge weiter zu verbessern. Diese fortschrittliche Batterie soll eine beeindruckende Reichweite von 1500 km mit einer einzigen Ladung ermöglichen und damit die Möglichkeiten des aktuellen Toyota BZ4X EV übertreffen, der eine Reichweite von rund 511 km hat. Die neuen Batterien sollen außerdem eine Ladezeit von weniger als 10 Minuten haben, was eine erhebliche Verkürzung der Ladezeit bedeutet. Zum Vergleich, die neue Technologie wird die Reichweite der Elektrofahrzeuge von Toyota mehr als verdoppeln und die Ladezeiten um etwa 67% verkürzen. Diese Verbesserungen bei der Reichweite und der Ladegeschwindigkeit sind bemerkenswert und sprechen zwei entscheidende Faktoren an, die die Akzeptanz und den Komfort von Elektrofahrzeugen beeinflussen. Trotz dieser vielversprechenden Entwicklungen wird sich die breite Einführung der neuartigen Festkörperbatterietechnologie von Toyota jedoch bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts hinziehen. Der Hauptgrund für diese Verzögerung sind die hohen Produktionskosten, die mit der Herstellung moderner Batterien verbunden sind. Um eine Massenproduktion zu erreichen und Elektrofahrzeuge, die mit dieser innovativen Batterietechnologie ausgestattet sind, für die Verbraucher erschwinglicher zu machen, muss Toyota seine Bemühungen fortsetzen, um Wege zur Senkung der Produktionskosten zu finden. Toyota ist nicht das einzige Unternehmen, das aktiv an diesen Batterien arbeitet. Mehrere andere Automobilhersteller haben sich ebenfalls in das Rennen um die Kommerzialisierung der Festkörperbatterietechnologie eingeschaltet. Im November 2022 machte Honda eine interessante Ankündigung bezüglich eines neuen Polymergewebes, das möglicherweise die Lebensdauer bestehender Festkörperbatterien verlängern könnte. Obwohl Honda noch keine Details zu Ladezeiten oder erwarteten Reichweiten bekannt gegeben hat, will das Unternehmen diese Batterien bis 2028 der Öffentlichkeit zugänglich machen. Toyota wurde zwar dafür kritisiert, dass es in der Elektrofahrzeugbranche hinter einigen anderen Automarken zurückgeblieben ist, aber es ist nun offensichtlich, dass die Zeit, die das Unternehmen in das Warten investiert hat, nicht umsonst war, denn es hat ehrgeizige Expansionspläne. Michelle Krebs, leitende Analystin bei Cox Automotive, betonte gegenüber Axios, dass sie jedes Mal, wenn jemand Toyotas Rückstand bei Elektroautos erwähnt, dazu rät, aufmerksam zu sein, dass sich hinter verschlossenen Türen bedeutende Entwicklungen vollziehen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Toyota einige seiner Forschungsergebnisse öffentlich macht. Obwohl Toyota im vergangenen Jahr weltweit nur rund 20.000 Elektrofahrzeuge verkauft hat,
will das Unternehmen seinen jährlichen Absatz bis 2026 auf 1,5 Millionen Einheiten steigern und diese Zahl bis 2030 verdoppeln. Diese Ziele unterstreichen das Engagement von Toyota, seine Präsenz im Bereich der Elektrofahrzeuge zu beschleunigen. Wenn es dem Unternehmen gelingt, einen kosteneffizienten Produktionsprozess für diese Batterien zu entwickeln, hat es das Potenzial, in den 2030er Jahren zu einem der führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen aufzusteigen. Was denken Sie über